Heute ist wieder Fittrick Mittwoch und diesmal habe ich dir eine relativ leichte Übung mitgebracht, die zur Kräftigung dient, zur Stabilisierung und die Nerven in den Fußballen deines Hundes anregt. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Alles, was du dafür benötigst, ist dein Hund natürlich, Leckerlis, einen Tannenzapfen und optional einen Klicker. Das bleibt dir überlassen, ob du einen verwenden möchtest oder nicht. Bei dieser Übung geht es darum, dass dein Hund lernt, seine Pfote auf den Tannenzapfen zu legen, den du in deiner Handfläche hast. Wenn das gut funktioniert, kann man dann auch noch ein bisschen herausfordern, dass der Hund mit seiner Pfote mehr dagegen drückt, indem er seine Pfote drauf hat und ich meine Hand langsam etwas zu mir ranziehe. Dabei habe ich meine Hand auch etwas gewölbt, dass der Tannenzapfen nicht rausrollt und der Hund kann dann hier am Tannenzapfen ziehen. Wenn dein Hund das Pfote geben noch gar nicht kann, dann gehen wir einen Schritt weiter zurück und beginnen erstmal damit, deinem Hund das beizubringen, Pfötchen zu geben. Dazu kannst du ein Leckerli in die Hand nehmen, eine Faust machen und die deinem Hund hinhalten. Wenn er dann versucht, mit der Pfote an deiner Hand zu kratzen, weil er das Leckerli möchte, klickst du in dem Moment und gibst das Leckerli frei. Wenn er da nicht drauf reagiert, dann nimm deine geschlossene Hand und beweg sie einfach ein bisschen hin und her, sodass der Beutetrieb bei deinem Hund etwas geweckt wird und er dadurch versucht, dann mit seiner Pfote die Hand festzuhalten, damit er an das Leckerli kommt und in dem Moment natürlich auch wieder Klick und Leckerli. Und wenn das gut funktioniert, dann gehst du eben zum nächsten Schritt, dass du den Tannenzapfen in deiner Hand hast und dein Hund die Pfote auf den Tannenzapfen legen soll. Noch eine kurze Anmerkung dazwischen. Natürlich sollte dein Hund diese Übung dann mit beiden Pfoten ausüben können, abwechselnd. Und wenn das gut funktioniert, dann im Stehen. So muss dein Hund sich natürlich noch viel mehr stabilisieren, wenn er eine Pfote anhebt und sie auf den Tannenzapfen legt. Ja, wie du gesehen hast, bei meinen Hunden funktioniert die Übung auch noch nicht so wirklich. Und ich werde das jetzt trainieren, mal schauen, wie lange es dauert, bis sie wirklich die Pfote drauf liegen lassen und ich vielleicht sogar ein bisschen dagegen ziehen kann. Schreib mir doch mal hier in die Kommentare, ob es bei dir schon gut funktioniert oder wie lange es gedauert hat, sobald es geklappt hat, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich üb jetzt auch noch weiter mit den beiden und dann gibt es nächsten Mittwoch das neue Fittrick-Video.